Nein, lieber doch nicht in außerirdischem Allcaps-Dialekt, sondern in einer Schrift, die ich auch lesen kann. So. Ich weiß auch, dass ich hier unten noch einen Höhlenaußenposten habe und ich weiß nicht mehr, was ich da alles dran hatte. Ich werde deswegen mal... Na, was soll das? Ich bin gerannt, Chunks mussten geladen werden. Das passiert manchmal. So. Na, ich habe keinen Platz dafür. Ich habe keinen Platz dafür. Die Kohle muss wieder hier rein. Sonst habe ich keinen Platz für alles. So. Ich weiß auch nicht genau, warum ich Stöckchen mitnehme. Das ist nicht so schlau. So. Ihr wollt Wolle. Ihr habt 16 Leute, die hier wohnen. Und ihr wollt Wolle. Kriegt ihr alle. Ah, die Textur hat keine verbesserte Glastextur. Wie viel braucht ihr noch? Ihr habt jetzt die Wolle, die ihr braucht. Und dann wird der Wachturm geupgradet mit Wolle. Wolle mich verarschen. Ah. Hier unten hatte ich auch noch einen kleinen Außenposten. Ich weiß noch nicht, ob ich hier eine Kiste hatte. Aber es nervt mich, dass der Dach hier so niedrig ist. Und dann wird mal wieder ausgebrüht. So. Und ich habe immer noch keine Eisenaxt. Ja, ich habe hier eine Truhe. Und noch mehr Dreck. Und noch mehr Wolle. Und ein bisschen Holz. Na. Na, die paar Pfeile. Ja. Reicht. Danke. War schon ganz praktisch hier, aber ohne Diamant-Pickaxe, die ich auch nicht nur zurückgelassen habe. Warum, weiß ich jetzt nicht. Verkaufe ich dem noch mehr Wolle? Ja, ich glaube, wir brauchen irgendwann noch mehr Wolle. Und die haben leider keine Schaffarm. Dann kriegen sie noch mehr Wolle. Und ganz viel Krempel. So. Und ich sage euch was. Ich habe hier so viel Dreck, da schmeiße ich doch glatt Stöckchen weg. Ah, ich nehme die Abkürzung hier rum. Und bei dem Wasserfall war hier wieder der Höhleneingang. Das weiß ich leider nicht. Ich kann hier nicht wirklich graben und erkunden. Die Höhlengänge müssen alle noch isoliert werden oder beleuchtet werden. Ah, beleuchten. Das kann ich jetzt tun. Ich beleuchte lieber die andere Seite der Wand. Da ist nämlich die böse, böse Festung. Und wenn ich das beleuchte, dann sind hier hoffentlich nicht so viele Endermen. So, böse, böse Festung. Ohne Textur. Was auch immer das soll. Blöder Mist. Und hier baue ich mal einen Weg nach oben für Notfälle. Die wird gleich ein bisschen größer. Aber wieso ist denn hier überhaupt? Ach, hier ist ein Eingang. Oh je, oh je. Das ist ja mal richtig viel. Na gut. Ein Grund mehr, das hier eben zu machen. Ich habe den Drang... Moment, warum wird hier kein Dreck abgehoben? Den Drang, diese Schaufel aufzubrauchen. Und hier auch Bäume zu fällen. Denn diese dummen schwebenden Bäume hier am Eingang vom Dungeon, vergiss es. Kann ich nicht tolerieren. Oh, hier brennt ein Skelett. Aber nicht lange. Oh, es feuert auf mich. Ja.
Feuer. Ich habe die Feuertextur komplett auch deaktiviert und es ist ein Platzhalter angezeigt. Okay, das ist extrem schlechte Grafik. Was tue ich nicht alles für gute Framerates, aber das... Eine Hint-Textur für Feuer als Platzhalter. Klasse. So, die Schaufel ist weg. Ich habe wieder ein bisschen Platz für mehr Müll. Und werde das hier weiter ausgraben. Ich hätte jetzt auch Punkte in Graben mit der Schaufel legen können in meinem Level-Up-Mod und hätte richtig schöne Schätze finden können mit einer gewissen Chance. Und irgendwelche vergrabenen Truhen, Gott weiß, was da alles drin gewesen wäre. Aber also richtig Lust habe ich auf diese Fähigkeit nicht. Es sei denn, ich bin richtig hoher Level, dann mache ich das als coolen Abschluss da, ein bisschen in, rein zu investieren, ein bisschen in Fischen, da kann man auch irgendwelche Schätze angeln. Und ein bisschen in Buddeln, um Schätze auszubuddeln. Besser als gar kein Punkte da in diese Fähigkeiten. Es kommt irgendwann. Ich mache es nur noch nicht zu früh und es ist noch nicht so wichtig. Ups. Ach, das ist mal eine richtig langweilige Episode. Ich buddel im Nebel. Tut mir leid. Ich bin doch fertig. So. Jetzt wird nur noch auf dem Rückweg ein bisschen eingesammelt und weitergebuddelt, aber das war's dann auch. Ich bin auf dem Rückweg. Dann wird es nur noch wirklich beim Bauen des ganzen Drecks. Oh ja, yeah, das wird ruckelig. Oh, das Ding ist hier wesentlich offener, wesentlich einladender. Und alles wesentlich voller hier im Winter. Moment. Ein Stück Holz verbraucht 64... Dreck an Platz. Nein, das Holz ist weg. So, muss auch wieder was essen. Wie schon erwähnt, dass ich keine Monster fürchte hier. Weil hier wirklich nichts los ist. So, dann baue ich hier auch mal in aller Ruhe die Brücke weiter. Und sie wird so gerade wie möglich. Nein. Lieber einfach so rückwärts gehen. Ja, ich gucke ganz ein kleines bisschen in Richtung Ruine und das ruckelt manchmal ein ganz kleines bisschen. Neben den Ruinen ist es, glaube ich, wichtig, die Chunk-Updates ganz klein zu stellen. Damit da möglichst wenig berechnet wird von den Monstern, die da rumwühlen und von dem Wasser, das da rumfließt. Ja, komm her.